Faszination Beton. Beton ist stark, das wissen wir. Beton ist aber nicht nur stark, er kann auch filigran und intelligent eingesetzt werden. Beton ist ein sehr beständiger und langlebiger Baustoff. Er ist aber auch gleichzeitig ästhetisch, energetisch und vielseitig einsetzbar. Kurz, er ist ein sehr faszinierender Baustoff. Und diese Faszination wollen wir hier in diesem Vortrag Ihnen etwas darlegen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Bachmann. Ich bin Leiter technischer Vertrieb bei der Heidelberger Beton GmbH und für die Beratung unserer Spezialprodukte verantwortlich. Mit 170 Werkstandorten, 150 Betonpumpen, knapp 1000 Fahrmischern und 50 Laborstandorten sind wir in der Lage, diese soeben gehörten Attribute für den Baustoff Beton fast flächendeckend im Bundesgebiet zur Verfügung zu stellen. Heutzutage sind die Anforderungen an moderne Baustoffe natürlich höher, als dies in der Vergangenheit war. Gerade vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und Energieeinsparung müssen wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Auch Brandschutz, Wärmedämmung und Standsicherheit sind Themen, die nicht trivial zu lösen sind und eine Herausforderung für Planer, Architekten und Statiker darstellen. Mit dem Baustoff Leichtbeton haben wir hier ein Material, was genau diese Eigenschaften auch perfekt vereint und dabei gleichzeitig leicht verarbeitbar ist und eine gewisse Vielfalt in der Gestaltung zulässt. Leichtbeton ist definiert über die Rohdichteklassen und zwischen 800 und 2000 Kilogramm pro Kubikmeter schwer oder beziehungsweise leicht. Leichtbeton, primäre Anwendungen für Leichtbeton sind die Gewichtsreduktion, das heißt ein geringeres Eigengewicht wird hier verwendet, wie wir es zum Beispiel bei den Sanierungsbauten häufig sehen. Und auf der anderen Seite als wärmedämmendes Material, weil es sehr gute wärmedämmende Eigenschaften hat, gerade im Kontext Sichtbeton und Energieeinsparverordnung. Leichtbeton, der Heidelberger Leichtbeton, bietet daher das optimale Produkt für den Ingenieurbau, Hochbau, aber auch Modernisierungs- und Sanierungsbau. Und das Ganze auch in Sichtbetonqualität. Ein schönes Beispiel für einen ästhetisch und anspruchsvollen Leichtbeton sehen wir hier bei der Tramhaltestelle in Berlin vor dem Berliner Hauptbahnhof. Die Dachkonstruktion besteht aus zwei symmetrischen Schalenbauwerken, 58 Meter lang, 6 Meter breit und an den Rändern bis auf 7 cm dünn verlängert. Der Leichtbeton wurde hier mittels Kübeln nicht gepumpt eingebracht, was auch eine logistische Herausforderung darstellte. Und doch ist eine Sichtbetonqualität mit einem sehr dichten und filigranen Gefüge entstanden. Der Beton, der das ermöglicht hat, entspricht einer Klasse LC 4550 und einer Rohdichte von 1,6. Damit wurden gegenüber konventionellem Beton ungefähr 35% an Gewicht eingespart. Ein weiteres Beispiel für modernen Leichtbetonbau ist hier das Haus am Hang in Wiesloch, was letztes Jahr fertiggestellt wurde. Die Seitenschalen sind aus einem 45 cm starken Leichtbetonwänden, die die Abgrenzung zu den Nachbargrundstücken darstellen. Und an der Front und an dem Hinterbau ist eine Glasfassade eingefügt, die sehr schöne Durchblicke gewährleistet. Das Besondere hier ist, der Leichtbeton entspricht einer LC 1213 Leichtbetonklasse und einer sehr geringen Rohdichte von 1,0. Dies wurde erreicht mit der Zugabe von Bleton und Bleglas als leichte Gesteinskörner. Die Besonderheit ist, dass wir hier trotz ENEF-Anforderungen ohne zusätzliche Wärmedämmung auskommen konnten, was auch als Vorteil war, weil hier keine zusätzliche Zustimmung im Einzelfall erforderlich ist. Entstanden ist ein sehr modernes, architektonisch anspruchsvolles und ästhetisches Haus in Leichtbetonbauweise. Leichtbeton entwickelt sich natürlich auch immer weiter. Wenn wir über Betone sprechen, die unterhalb von 800 Kilogramm Gewicht liegen pro Kubikmeter, dann sprechen wir von Infraleichtbetonen. Diese wurden in der Vergangenheit primär im Wohnungsbau eingesetzt, weil einfach der Prozess der Zulassung und der Zustimmung im Einzelfall sehr kostenintensiv und zeitintensiv war. Mit der Betonoase, einem Jugend- und Familienzentrum in Berlin, ist nun erstmals auch ein öffentliches Gebäude mit dem Baustoff realisiert worden. Der Pavillon besteht aus einer monolithischen Infraleichtbetonwand, 50 cm stark, die gleichzeitig trägt und dämmt und somit eine sehr innovative Bauweise optimal in Szene setzt. Natürlich war hier eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich,
aber das wurde auch mit Bravour geleistet. Wir haben hier also ein Anwendungsbeispiel, was auch für zukünftige Projekte als Referenz dienen kann. Beton hat auch immer eine gewisse Ästhetik. Und gerade wenn wir von Ansichtsflächen sprechen, also von Sichtbeton, dann können wir auch gestalterisch an diesen Baustoff sehr schöne Ergebnisse erzielen. Die Besonderheit von Sichtbeton ist, dass wir hier mit erhöhten Anforderungen arbeiten, die sich auch in der Farbgebung wiederfinden. Farbbetone haben den großen Vorteil, dass sie sehr langlebig sind, weil sie komplett durchgefärbt sind und somit einen geringeren Unterhaltungsaufwand bedeuten wie klassische Anstriche auf den Oberflächen. Die Farbvielfalt, die wir dabei erreichen können, reicht vom tief dunklen schwarzen Anthrazit bis zu sehr hellen weißen Oberflächen, aber auch gelbe, rote und braune Töne sind damit möglich. Um Ihnen einfach mal ein paar Beispiele zu zeigen, kommen Sie doch auch mal in unserem Musterpark in München vorbei und schauen Sie das vor Ort an. Ein schönes Beispiel für Farbbeton ist das Tropical Island in Krausnick, südlich von Berlin gelegen, was wir dieses Jahr realisiert haben. Die Planer hatten als Vorgabe, die geschwungenen Wege zu der Erweiterung der Ferienhausanlage in einem gelblichen Ton, der sich optimal in das Landschafts- und Ortsbild einfügt, vorgegeben. In Absprache mit Baufirma und dem Planer wurden dann verschiedene Musterplatten hergestellt und die Farbtiefe und die Pigmentierung festgelegt. Diese wurde über den gesamten Baufortschritt in 10 Bauabschnitten, 300 Kubikmeter Beton wurden dort verbaut, optimal realisiert. Die Oberfläche wurde noch mit einem Besenstrich versehen, um auch eine ausreichende Rutschsicherheit zu gewährleisten. Und abschließend ein kleines Beispiel für einen roten Sichtbeton, wie wir ihn hier bei der Lukaskirche in Heidelberg realisiert haben. Die rote Sichtbetonwand umschließt das Kirchengebäude, die sozusagen die Holzkirche in das Gebäude hineingestellt wurde. Die Betonböden aus grauem Sichtbeton halten sich im Inneren des Gebäudes sehr sichtbar und sehr zurück und bringen den genötigen Kontrast und die Distanz zur Geltung. Die Vorgabe der Planer war, hier die Materialien natürliches Holz, Glas, Metall und Beton optimal zu kombinieren, was ich denke, sehr gut gelungen ist. Die Vielfalt von Beton in einem Objekt zeigt sich aber auch in unserer neuen Hauptverwaltung in Heidelberg von der Heidelberg Zement AG, die im Juni diesen Jahres bezogen wurde. Leitgedanke bei der Planung und Realisierung war, dass sich die Unternehmensbereiche und Produkte des Konzerns widerspiegeln sollten. So sind im Außenbereich Produkte der Liton Plus als Betonwaren verlegt. In dem Fassadenbereich finden wir zum Beispiel den Tiozem, einen schadstoffreduzierenden Zement, wieder. Die Heidelberger Sand und Kies hat die nötigen Rohstoffe geliefert und die Heidelberger Beton unter anderem den Sichtbeton für die Filigranstützen im Foyerbereich. Das ganze Projekt stand unter der Prämisse nachhaltiges Bauen. Deswegen wurde von Anfang an Wert darauf gelegt, auch die Platin-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zu erreichen. Man wollte hier mit dem Gebäude auch zeigen, was heutzutage alles technisch mit Baustoff Beton möglich ist und das gleichzeitig in einem sehr ästhetischen Ambiente. Neben dem Sichtbeton haben wir natürlich noch weitere Produkte von der Heidelberger Beton mitgeliefert, unter anderem den EasyCrete, einen sehr leicht verdichtbaren Beton, wie hier bei den Deckenelementen der Kantine, aber auch für die Fußbodenelemente, den Poriment oder den Anhiment-Estrich. Das war ein kleiner Überblick über die Produkte, die wir im Portfolio haben. Natürlich können wir hier nicht über alle Produkte gleichzeitig sprechen, das wäre zu viel. Wir haben mittlerweile 30 Spezialprodukte bei uns im Portfolio. Wenn Sie aber Interesse haben und etwas mehr wissen wollen über einzelne Produkte oder Anwendungsgebiete oder vielleicht auch ein Projekt schon in Realisierung haben, dann lade ich Sie ein, unsere Online-Kundenberatung zu verwenden. Dann gehen Sie einfach auf den Link, den Sie dort sehen, suchen sich ein Produkt raus, was Sie interessiert, einen Termin, zu dem Sie Zeit haben, und dann bekommen Sie eine Bestätigungs-E-Mail, wo Sie sich dann zu gegebenen Zeitpunkt einfach auf diesen Bestätigungslink klicken. Das Ganze ist webbrowserbasiert, das heißt, es wird keine Software installiert, es geht schnell, ist sicher und effektiv. Natürlich bieten wir Ihnen noch weiterhin über unsere Webseite heidelberger-beton.de die üblichen Zusätze zur Verwendung an, wie zum Beispiel Kettdetails
oder Ausschreibungstexte, aber auch die Referenzdatenbank finden Sie dort oder auch die Online-Ausgabe der betontechnischen Daten, wo Sie weitere Baustoffkennwerte abfragen können. Das war die Faszination Beton. Ich hoffe, ich konnte auch Ihre Faszination für diesen Baustoff etwas wecken und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.